Servus Leute und grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Video. Das ist kein Reaktionsvideo so ganz, sondern das ist etwas kürzer, sondern das ist ein Feedback-Video. Ich habe mir mal das so durchgezogen, immer wieder, ne, wenn ich da mal springe, mal sah zu gewissen Themen. Und deswegen ist dieser Button nicht immer so voll oder auf gewisse Sachen. Ne. Also ich habe mal das mehrere Male durchgeschaut und sehr interessant, was Herr Baum sagt. Sehr interessant, was Gauland sagt, aber mein Fazit ist dazu ganz klar, dass Herr Gauland missgebaut hat mit einigen Aussagen damals und halt eben es gerade stellen will. Das kann man aber sehr schwer, wenn man früher halt eben provokant Aussagen getätigt hat. Ich finde es auch sehr schade, dass die AfD da immer versucht, mit provokanten Aussagen weiterzukommen, weil das hatte ja gar nicht nötig, weil es gibt Leute bei der AfD, die das richtig machen, ohne provokante Aussagen und ohne jemanden zu provozieren, von daher, ja. Ich finde das gut, dass, und da muss man sagen, dass die öffentlichen Medien mal jetzt ein bisschen so Leute zu Wort kommen lassen. Ganz klar ist es auch von den Medien gewisse Reden auszustellen. Und jetzt kommen wir aber doch zu einer Sache, die mich dann sehr interessiert hatte. Das war zum Schluss, sollte die AfD verboten werden. Und darauf werde ich ja auf diesen Punkt eingehen. Bei Migration und Asylrecht stimme ich der AfD nicht zu. Ich habe die AfD als AfD-Wähler damals nur gewählt, weil das war noch zu der Zeit, wo die Frauke Petri noch da war, wo noch einige Leute waren noch da, die ein bisschen so vernünftig das gemacht haben, oder ansatzweise, wo viele Punkte noch übereinstimmig waren, über 70%. Mittlerweile kann man sehen, dass das immer mehr in die falsche Richtung geht. Ne? Genau, und Migration ist halt so, kurz und bündig, ich bin ja auch hier migriert worden. Wir sind ja eigentlich im Endeffekt auch in Polen erst geboren, mein Bruder und ich, meine Eltern genauso. Ein Teil der Familie ist aus Polen, ein Teil der Familie ist aus deutsche Wurzeln auch, ne? Und balkanische Wurzeln und. Das Wichtigste ist, dass dieses Asylrecht sehr wichtig ist. Und wenn man nachweisen kann, dass man das Asylrecht braucht, um nicht in Gefahr zu sich begeben, ne? Weil als Flüchtling im Kommunismus, wenn dann, nehmen wir mal an, meine Eltern hätten kein Glück gehabt und sie wären erwischt worden, dann wäre ich und mein Bruder Waisenkinder geworden. Ne? Und Waisenkinder haben es nicht einfach im Leben. Ne? Wenn die gute Eltern bekommen, ja, wenn, also halt gute fremde Eltern, ja, wenn nicht, haben sie es beschissen. So. Und von daher, vieles muss sich ändern in der Migration und Asylrecht genauso. Aber da muss man auch ein bisschen am Boden bleiben und nicht gleich jeden Ausländer beschimpfen oder halt Asylleute beschimpfen oder Leute halt, die Aussiedler sind, also Leute, die im Allgemeinen politisch verfolgt wurden. Das sollte man definitiv ganz behutsam mit dem Thema umgehen oder halt vorsichtig halt. Und das hat die AfD leider versagt. Manche haben es richtig gemacht, manche haben zu sehr provoziert durch die in Köln 2015, was passiert ist. Ja, da sind Sachen, schreckliche Sachen passiert, aber das ist jetzt nicht, aber das haben jetzt nicht alle gemacht, das haben nicht eine Trillion Ausländer gemacht und man hat das aber so wirklich. Also die AfD, ich habe mir alle Reden fast angeschaut, fast alle, also ziemlich viele, hat das immer so rausgehauen, ja, die Atombombe, alle sind die Bösen, Sith Lord pur und ja, so ist das nicht. Also da muss man sagen, kommt mal auf den Boden, ne? Bleibt mal sachlich und gut ist. Genau. Dann zu der, ich werde jetzt einige Punkte kurz versuchen zu erwähnen, ne? Und wirkliches Denken, wenn ihr das wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, was ich darüber denke. Habe ich ja schon mehrere Male auch gesagt. Ne? Wirkliches Denken ist einfach
in jedem Land, aber in einer gewissen Art und Weise muss man das halt haben, zu seinen Wurzeln stehen, sagt man immer das schon im Ton bei uns, aber nicht so, wie es manche AfD-Redner gesagt haben. Also manches, was die machen, ist einfach Blödsinn. Okay? So, deswegen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein längeres Video haben wollt, wo ich euch das erkläre. So, nächstes Thema war, lehnt die AfD die EU ab? Nee, tut sie nicht. Man muss das ein bisschen verstehen vom Kontext und in den Gruppen auch sein und alles mal durchgelesen haben, auch die Bücher von den Leuten durchgelesen haben. Es geht ja einfach darum, den Leuten bei der AfD, dass die EU nicht mehr so viel Gelder bekommt von der deutschen Regierung, ne? Weil es ist halt so, die deutsche Regierung zahlt halt sehr viel rein und manchmal gibt es so gewisse Verträge, so Supportverträge, manchmal sind Verträge entstanden wegen der Schuldfrage, ne? Wegen der Nachkriegszeit, also was man alles getan hat. Es gibt verschiedene Geschäftsverträge, Partnerverträge. Also es gibt, das ist nicht so easy peasy, ich will das auch nicht jetzt ausweiten in der Erklärung, aber wenn man das so richtig lesen tut, dann merkt man einfach, Deutschland ist halt der zahlt und da muss es halt eine Grenze geben. Und man könnte auch sagen, es ist wie ein Klassenkamerad, der zusammengeschlagen wurde oder beziehungsweise besiegt wurde. Und danach muss er sehr viel immer dafür sich opfern. Das heißt, er muss sehr viel zurückzahlen. Und das macht dann nicht nur er, das macht dann sein nächster, ne? Also nächster Nachfahre und der nächste Nachfahre. Und da muss man sich die Frage stellen, ja, warum? Er hat ja nichts damit zu tun. Ja? Und bei der EU einfach ist es einfach so, da sind zu viele Gelder, die Deutschland, und das möchte die AfD nicht. AfD möchte, dass es ein gewisses eine Norm hat, dass das ein bisschen aufgeteilt ist oder dass auch die Korruption in der EU, gibt es auch viel auch Korruption, da gibt es nachweislich, gibt es Haufen von Amerika, von Engländern, von Israel, es gibt von jedem Wissenschaftler, wenn man es richtig sich ein bisschen schlau macht, gibt es da Beweise und Fakten auch wirklich nichts erfunden, so wie es halt Beweise gibt, dass es auch bei der Schlachtung von Tieren und bei der also bei der Haltung von Tieren, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Da gibt es Trillionen Beweise. Nur, wenn man halt nicht hinsieht, dann ist das halt das Problem, da kann man auch nichts argumentieren, wenn jemand nicht hinsehen will. Aber es ist so. So, und die EU, die werden wir mal ansprechen, schreiben Sie es in den Kommentaren rein, da kann ich mehr dazu sagen und auch nachweisen, Quellen, weil das ist nur ein Feedback-Video. So, die Vogelschiss-Aussage, wie gesagt, die hätte er nicht machen sollen. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Der Krieg, unabhängig davon, ob ich jetzt Pole bin und Jude zugleich, ne? Es ist mir so also scheißegal, was ich bin. Hier rede ich als Mensch. Und als Mensch muss man sagen, man kann niemals auf die Vergangenheit pfeifen. Oder halt auf. Man kann gewisse Sachen nicht so einfach sagen, fuck you. Also man muss immer auf dem Boden bleiben. Da können wir uns ein bisschen das mal anschauen, was er sagt. Also dass das nicht aus dem Kontext gerissen ist. Schauen wir jetzt mal nach. Vor 76 Jahren verloren. Sie waren da als jemand, der den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, Herr Gauland. Macht es Sie nachdenklich? Wenn Frau Knobloch so etwas an Ihre Sie haben mich ja Partei sitzen sagt. sehen. Ich habe da gesessen, zwar eine große Rede von Frau Knobloch, aber in dieser Folgerung liegt es falsch. Da habe ich eine andere Meinung. Ja, natürlich gibt es Antisemitismus in der Gesellschaft, aber Sie hat den Antisemitismus ich habe mich immer in dieser Frage auf Seiten Israels gestellt und ich habe immer deutlich gemacht, dass die Sicherheit Israels, die Existenz Israels, sozusagen Teil unserer Staatsräson ist. Das habe ich in allen Reden im Bundestag. Genau, die hat er tatsächlich gemacht, da hat er einfach sich verplappert. Da haben die Leute das auch gesehen, wenn er sich verplappert und immer ein Missbaut, ja, verplappert sich.
Aber das macht man nicht aus Spaß, die Verplapperung. Manchmal da kommt das wahre Ich, sagt man, raus. Weil Menschen haben dieses Fake. Meisten Menschen faken ihr Ich. Bei mir geht das leider nicht. Das haben, also nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich eine Störung habe, mein wahres Ich zu verbergen. Das haben dann Psychologen festgestellt und Psychiater sogar. Freiwillig war ich so dabei, weil das war wegen meinen epileptischen Anfällen. Und da konnte man feststellen, da ist was schiefgelaufen bei dem, schon bevor er geboren wurde, ne, überspitzt gesagt, da ist halt eben, dass er hat keinen Filter. Ja, jetzt, manchmal könnte man sagen, Autismus, Gugimismus, Thalamismus, Luzifer-Lianer versuchen immer irgendwas hinzustellen und negativen Menschen und sagen, der Down-Syndrom ist nicht normal, weil er so lustig ausschaut. Ne? Immer irgendwo. Dabei ist er genauso menschlich und genauso wertvoll wie jeder andere in der Gesellschaft. Er hat halt gewisse Einschränkungen, aber es macht ihn dadurch nicht zu einem schlechteren Menschen etc. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Manchmal macht der Mensch Fehler, manchmal sagt er, was er denkt, was er eigentlich dachte oder dass er die Schnauze voll hat. Und ich finde es auch so, ich sehe das so, aber ich bin halt eben der moderne Jude, ich sehe es immer so, wir können nicht immer auf den Deutschen schimpfen. Oder auf den Pol oder auf den Tscheche oder auf irgendeinen oder auf den Islam oder sonstiges. Wir können nicht immer so dem draufklopfen, weil irgendwann wann. Wenn du immer drauf klopfst, dann macht das, ne? Und das ist nie gut. Sondern muss man Neuanfang starten. Und die Vergebung, die sehr groß bei uns Juden auch groß geschrieben wird, die in der Tanach drinsteht, liebe deinen Nächsten, vergebe und so weiter. Das haben die Christen irgendwann abkopiert, ist auch okay. Aber das ist in der Tanach drin und im Talmud und in der Kabbala und so weiter und so fort, ne? Und deswegen gibt es sowas nicht, dass man immer draufklopft. Natürlich gibt es politische Interessen, natürlich gibt es auch Rabbiner, die dann halt eben das schüren. Das wie bei den Christen gibt es Geistliche, die das machen. Es gibt auch Muslime, Salafisten, die das machen. Aber im Ganzen, im Kontext, sind die meisten für den Neuanfang. Vergeben, ja oder nein? Das lässt sich schwierig sagen, weil das ist individuell von Menschen. Ja, man kann niemals so, gut, bei Mobbing und Streitigkeiten, da sollte man sich einigen, damit man frei ist und seine Gedanken sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Aber bei halt politischen Themen, bei solchen Sachen passiert ist oder die Versklavung der Schwarzen oder zum Beispiel wegen Ölvorkommnisse gab es auch einen Film über Leonardo DiCaprio, sagen wir mal, Abschlachtung von Haufen Indianern, von Haufen und Indianerinnen. Das ist richtig Verbrechen, so wie Putin auch ein Kriegsverbrecher ist und das, was Putin macht, ist einfach No-Go. Ne? Es gibt gewisse Sachen, da sagt man No-Go. Das ist eine No-Go-Area. Und da hat er halt eben gesagt, halt, was er denkt. Und das ist okay. Hat er auch irgendwo recht, definitiv, man kann nicht immer drücken. Deswegen finde ich, dass wir, wenn nicht alle Juden stehen dazu und leben das, auch wenn in der Tanach drin stehst, du sollst das leben. Nicht alle Rabbiner sehen diese Auffassung, manche sehen das, manche nicht, wie gesagt, Menschen sind verschieden. Aber Fakt ist, dass man nicht in der Vergangenheit leben sollte. Weil wenn wir in der Vergangenheit leben, können wir nicht in die Zukunft. Da brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Ne? Wir müssen irgendwo gewisse Sachen, ja, nehmen wir mit und versuchen das Beste draus zu machen. Und das hat er im Endeffekt gemeint mit der Vogelschiss-Aussage. Das hat er damit gemeint. War halt für den einen oder anderen verletzend. Ich habe das gesehen und gesagt, oh krass, okay. So. Insofern trifft mich die Kritik von Frau Knoblauch nicht. Also Sie haben eine Äußerung gemacht, die sich eingegraben hat in unsere Erinnerung. Jetzt kommen Sie nicht wieder mit dem Vogelschiss. Kommen Sie mit dem Vogelschiss. Also Sie haben auch andere Äußerungen gemacht dazu. Sie haben unsere Erinnerungskultur in Frage gestellt. Sie haben gesagt, es muss ein Schlussstrich sein. Habe ich nicht gemacht. Ich kann das alles zitieren.
Doch, das hat er gemacht. Da musste Herr Gauland, wirklich zugeben, dazu zu stehen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Schlussstrich bedeutet im Endeffekt, dass man irgendwo sagt, ey, du kannst mich nicht jeden Tag ärgern, wir können uns jeden Tag nicht streiten, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wir friedlich leben wollen. Es geht halt nicht. Irgendwo muss man halt eben sagen, okay, finden einen Nenner oder finden nicht. Und den Nenner zu finden, ist immer vernünftig. Ja, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Hier hat halt eben auch Herr Gauland einen Fehler gemacht, dass er im Gespräch nicht einfach mal sagt, okay, Sie haben recht, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist immer wichtig, mal Sachen zuzugeben, ne? Gerade bei im Allgemeinen ist es wichtig. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Thema, weil wir haben nicht viel Zeit. Ich sehe auch, ich musste auch wieder abbrechen gleich, weil das ist zu viel. Ich will auch nicht den Leuten zu viel zumuten. Die meisten Leute nach 25 Minuten schalten ab. So, soll die AfD verboten werden? Das kommt das nächste Thema. Weil, dass es ein AfD-Verbot gibt, das wird inzwischen gefordert. Wir haben Herrn Wandewitz vorher gehört. Also wenn wir nur über das Verbot reden und glauben, das Problem sei damit erledigt, dann wäre das sehr, sehr kurzsichtig. Diese Gesellschaft muss das Problem lösen. Okay. Jeder Einzelne von uns. So. Das habe ich verstanden. Also, ich habe nie zu Verboten geneigt. Es gibt in anderen Demokratien, gibt es das nicht. Ich würde das aber nicht vollkommen ad acta legen. Wir wissen ja noch gar nicht, was Ihre Kameraden da machen in der nächsten. So, also da brauchen wir gar nicht Baum, wie immer. Hier redet ihr natürlich wiederum Blödsinn. Schweißt um, das muss nicht sein. Also generell ist es ganz einfach. Solange eine Partei demokratisch vom Bürger oder Bürgerin gewählt wird, ist sie im Rahmen der Demokratie. Das ist ganz einfach. Das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, die Vertreter werden gewählt. Artikel 20 des Grundgesetzes sagt das und that's the life. Kommt damit klar. Okay? Heißt das. Im Endeffekt, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Das ist wie in der Schule. Man hat einen Klassensprecher. Der Klassensprecher oder Schulsprecher wird gewählt. Gefällt nicht jedem. Wenn der eine oder andere sagt, der Typ gefällt mir nicht, der ist ein Arschloch oder den mag ich nicht, dann gibt es halt diese Meinung unter ein paar Leuten. Aber dann, ey Leute, der wurde gewählt von der Mehrheit, kommt damit klar. That's the life. Manche Sachen muss man halt eben auch klipp und klar auf der Gesetzebene machen. Und da geht es nicht ums Akzeptieren oder nicht akzeptieren, sondern einfach, es geht um die Gesetzebene. Und die Gesetzebene sagt, wenn demokratisch gewählt wird, dann muss, das ist ein Muss sogar, derjenige das akzeptieren. Ja, also da kann vielleicht seine persönliche Abneigung dazu haben, seine persönliche Meinung und so, ja, das mag ich nicht, dass die sind, aber das ist halt so gemacht. Ne? Kann der eine oder andere das gut finden auch, aber die Wahlen, ne, die sind ja dazu da, um einen Entscheider zu treffen oder halt gewisse auch Landtagswahlen in gewissen Kommunen, ne, sich zu entscheiden, wer hat die Sitze, wer hat diese Mehrheit, wer soll regieren im Landtag, ne, oder wer soll regieren im Bundestag. Also wer soll halt eben, wie viele Sitze im Parlament soll man haben und so, und soll es eine Koalition geben oder soll eine Partei allein regieren und so weiter, etc. etc. Und da ist es halt wichtig zu sagen, ja, die Wahlen sind demokratisch abgelaufen und solange die das ablaufen, kann eine Partei nicht verboten werden. Eine Partei kann nur dann verboten werden, wenn sie wirklich, und das würden die Amerikaner sowieso merken, weil die Amerikaner haben ja mal einen Vertrag gemacht, wenn das jemals irgendwas passieren sollte, dann würden die das sowieso nicht zulassen. Ne? Also die sind nicht umsonst hier stationiert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die AfD muss einfach gerecht werden, auch in der allgemeinen Gesellschaft. Und das kann sie nur machen, indem sie Leute, die über die Stränge ziehen, abmahnen und wenn sie weitermachen, einfach rauswerfen. Das bedeutet im Klartext, Leute wie Björn Höcke, die einfach Arnold Gehlen empfehlen, das ist das Buch heißt Der Mensch,
sehr interessant zu lesen, die dann dementsprechend Bücher empfehlen, die vom Nazireich sind. Das ist eine No-Go-Area. Das kann man für sich lesen, ist in Ordnung, kann man auch für sich kaufen, ist nicht verboten. Man sollte Bücher generell nicht verbieten. Es sei denn, sie sind wirklich super, super, super hardcore schlimm und man fasst das Buch an und dann kommt ein so Virus raus und dann wird man so ungefähr ein Zombie, dann ist es natürlich blöd. Mein kleines überspitztes Beispiel, dann jeder weiß, was ich meine, aber generell, wenn Demokratie heißt Freiheit, ne? Also freies Land, heißt es nicht, das heißt eigentlich demnächst demonstrieren und wieder, aber jetzt gehen wir wieder ab vom Thema. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, in einem demokratischen Staat, in einem freien Land, und sagt, das und das darf ich, dann macht man das halt eben. Dann nimmt man halt das Buch und liest es. Und für sich. Ne, für sich kann man das lesen und man geht dann nicht dann irgendwo nach draußen und sagt, schaut, ne, tolles Buch, ja, empfehle ich euch. Hey, da steht drin, da sind ein paar Juden gekillt. Jawohl. Ne, und so weiter. Ne, und das sollte man halt definitiv nicht machen. Hat er Björnöcke gemacht? Ich habe seine Reden gesehen, ich habe seinen Kanal abonniert sogar. Sicher, sicher. Und da gibt es so einige AfDler, die müsste man tatsächlich ermahnen. Mahnt man sie, bringt das keine Wirkung, muss man ein Gremium haben. Und das ist das, was jetzt momentan ein Problem ist, was wir haben in der Politik. Will ich Fazit abschließend sagen, wir haben in der Politik ein Problem, dass es keine unabhängige Stelle gibt, ne, die zugreifen kann. Weil bis jetzt ist es einfach so, wenn in der Partei jemand halt eben Scheiße gebaut hat, dann malen die ihn ab und dann, wenn der aber zu erfolgreich ist, zu mächtig ist, dann sagen die, naja, der bringt uns Stimmen, da haben wir ja so wie die Knie knirschen, so, da lieber nicht, ne, so auf die Art, vom Gefühl her. Da werden wir nichts machen. Und das ist natürlich nicht richtig, weil das nutzt dann die Person aus. Und dann tut die Person weiter halt Propaganda verbreiten, die halt nicht positiv für die Partei ist. Und dann muss man ja auch klipp und klar sagen, wo stehst du da? Was ist deine Stellung? Und wenn jetzt zum Beispiel über Björn Höcke gesprochen wird, ja, und klipp und klar gefragt wird, ja hallo, das hat er gesagt, was sagen Sie dazu, Frau Weidel, oder was sagen Sie dazu, Herr Kopala? Und die stehen dann auf seiner Seite ganz klar, indem sie sich nicht deutlich distanzieren. Und gerade bei gewissen Aussagen, dann sagt natürlich das Bundesverfassungsgericht, und das ist auch deren Recht, ja, die AfD ist rechts. Ne? Kann auch rechtspopulistisch sein. Die CDU und CSU haben auch eigentlich konservativ, weil rechts ist ein falscher Ausdruck eigentlich, das heißt konservativ für alte Werte stehen, für gewisse alte Werte und so. So, das heißt nicht, dass die alten Werte schlecht sind, ne? Es gibt gewisse Werte, die da sind und halt eben gut sind, und dann gibt es gewisse Werte, wo man sagen kann, ja, vielleicht nehmen wir die neuen Werte oder gewisse neue Werte mit auf, um etwas liberaler zu werden, ne? Und offener zu werden und nicht verschlossen zu sein. So, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist mein nächstes Reaktionsvideo. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr wirklich so unparteiische Videos haben wollt, mit einer tieferen Struktur und Analyse wie meine, ich kann natürlich das Video nicht lange machen, ich habe nicht ewig Zeit, ne, weil das ist jetzt schon bei mir 23 Minuten, der zeigt mir das immer an und ist einfach scheiße. Ich habe da keine Zeit, ein Video zu machen, alles, sei denn, es würden alle jetzt User hier vorne machen, mal ein 1-Stunde Video mit Geschichtsunterricht, dann kann ich das gerne machen, aber generell ist das so mein Feedback-Video dazu. Und ja, ich hoffe in Zukunft, dass sich da was ändert. Mit dem Gremium, meine ich. Mit der AfD bin ich mir nicht sicher, mit dem Gremium. Ich würde mir wünschen, dass es ein unabhängiges Gremium gibt, das keine Parteizugehörigkeit hat und das wirklich sagen kann, okay, das schauen wir, prüfen wir. Und wenn wir den einen so sehen von dieser Partei, CDU, CSU, SPD, FDP und so weiter und so fort oder AfD, dass man dann sagt, so, Zugriff und rausnehmen. Ne? Und dann ein Gespräch mit der Person führen und sagen, ey, ne, unterlass das. Wenn du das nochmal machst, dann komplett kriegst du einen Bann aus der Politik.
und kannst halt dann nicht mehr Politik machen. Ne? So, that's it, Leute. Haut euch rein.